doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, you're a perfect love for me. My heart is full of praise. Schon da? Oh, hey, hi Kids! Ich freue mich, dass ihr hier seid. Oh, ich brauche aber erstmal einen Kaffee, bevor es losgeht. Camille, oh, ein Kaffee. So, jetzt kann es losgehen. Ich wünsche euch einen super coolen Gottesdienst und lasst uns doch das erste Lied schon mal eintanzen, damit ich wach werde. Bis gleich! Für den Körperteil los.
darf heute mit den Kids Superhelden zusammen ein Spiel für euch machen. Yay! Yeah! Ich habe zwei Kämpfernaturen neben mir und die beiden haben heute etwas ganz Besonderes. Sie dürfen nämlich nicht mit der Hand, mit der sie sonst schreiben, malen, sondern dürfen ihre andere Hand benutzen. Und zwar spielen wir Montagsmaler. Das heißt, wenn Superheld Nummer 1 malt, darf Superheld Nummer 2 raten. Und umgekehrt. Und ihr dürft mitraten, denn euch zeige ich den Begriff erst auch nicht. Also, viel Spaß! Mal sehen, was sie malt. Ein Kreis, eine Kartoffel mit Augen, Brot. Ah, nee, ich darf mich gar nicht freuen. Du kriegst ja den Punkt. Ah, das ist schön. Viel aber immerhin hast du es erkannt. Ja, yeah. Doch. Das ist nicht so einfach. Es ist ein Tier. Es ist ein. Ein böses Tier mit Hörnern. Ein Elefant mit Stoß. Was ist das für ein Tier? Es ist ein Tier und das Tier ein Hund. Yeah! Woo! Es ist ein Hund. Gut. Sehr gut. Okay. Mal sehen, was das jetzt wieder wird. Ein Drache. Ein Pferd. Ein Esel. Aber, ja. Ja, mit langen Ohren. Ein Pferd mit langen Ohren. Das ist gut. Einen Begriff haben wir noch. Achso, ich darf ihn nicht sehen. Ja. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Ein Kreis. Eine Kartoffel. Ein. Ja! Eine du bist Kartoffel. So talentiert. Wow. Wow, ist das mega. Ihr könnt das ja, aber Superhelden muss man in der Church haben, sag ich euch, ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Sucht euch tolle Begriffe raus und spielt doch heute Nachmittag mal eine Runde mit eurer Familie. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Moin, ich habe mal direkt eine Frage. Wer kann dir helfen? Richtig, Gott kann dir helfen. Und wer hilft mir? Ja, Gott hilft auch mir. Und wer hat David geholfen? Natürlich, Gott hat auch ihm geholfen. Und auch heute haben wir wieder das Thema Gott hilft uns. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann kennt ihr auch noch den Bibelvers von den letzten Wochen. Und jetzt dürft ihr mich beeindrucken. Ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, den Bibelvers aufzusagen. Und ich zeige nur die Bewegungen. Prima! Viele von euch haben das jetzt richtig gut gemacht. Toll, dass ihr aufgepasst habt und die letzten Male schon reingeschaltet habt. Und dann wisst ihr auch sicherlich, um wen es heute wieder geht. Wie heißt der Typ nochmal? Richtig, es geht um David. Seid gespannt! Dies ist die Geschichte von David und Mephibosheth. Eines Tages kam ein Mann aus Sauls Armee zu David. Woher kommst du? Fragte David. Der Mann antwortete, ich habe in der israelitischen Armee gekämpft und konnte den Feinden entkommen. Wie ist die Lage? Ist etwas passiert? Wollte David wissen. Erzähl es mir. Da berichtete der Mann. Ja, etwas sehr Schlimmes ist passiert. Wir hatten keine Chance und Saul und Jonathan wurden getötet. Was sagst du da? Woher weißt du das? Reagierte David bestürzt. Ich war dabei und habe alles mit eigenen Augen gesehen, erzählte der Soldat weiter. David war entsetzt und traurig. Saul und sein bester Freund Jonathan waren gestorben. David war mehrere Tage sehr traurig und wollte nichts essen. Nach einiger Zeit kamen aus allen Stämmen Israels Gesandte zu David nach Hebron. Dort wollten sie ihn zum König über ganz Israel salben. Hallo, herzlich willkommen in Hebron. Was habt ihr denn hier zu suchen? Sagte David. Wir sind gekommen, um dich zum König zu salben, sagten sie. David lud sie zu sich ein und sie setzten sich. So nahm einer der Gesandten die Flasche und salbte David mit Öl zum König über Israel. Damit löste Gott sein Versprechen ein, dass David eines Tages König sein würde. Jahre später erinnerte sich David an Jonathan, der ihm damals als Zeichen seiner Freundschaft seinen Bogen und seinen Mantel geschenkt hatte. Jonathan sagte damals, bitte verschone auch meine Nachkommen und vergiss sie nicht, wenn du einmal König bist.
David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihnen Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. An Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, »Bist du Ziba?« »Ja, mein Herr«, antwortete der Mann. David erkundigte sich, »Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihnen Gutes tun, damit sie Gottes Güte durch mich erfahren.« Ziba erwiderte, »Ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er war mit seiner Mutter auf der Flucht, weil sie dachten, dass du als neuer König sie vertreiben wolltest. Doch auf der Flucht ist Mephibosheth gestolpert und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er?« wollte David wissen. Ziba antwortete, »Er wohnt bei Machir in Lodabar. Mach dich auf den Weg und bring ihn schnell zu mir«, bat David den Diener. Sofort machte sich der Diener und ein Gehilfe auf den Weg. Sie klopften an Mephibosheths Tür. Er öffnete und sagte, »Hallo, seid ihr nicht die Diener von König David? Was wollt ihr hier?« »König David hat uns geschickt, um dich sofort abzuholen«, erwiderten sie. Mephibosheth bekam sehr große Angst. Hatte David jetzt doch beschlossen, ihn umzubringen, weil er der Einzige ist, der den Thron noch gefährden könnte? Als Mephibosheth bei König David angekommen war, verbeugte er sich tief. »Du also bist Mephibosheth«, sagte David. »Ja, ich bin Mephibosheth. Bitte tu mir nichts an.« »Du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein allerbester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Opa Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst.« Mephibosheth war von der Freundlichkeit Davids überwältigt. Womit hatte er das nur verdient? David behandelte Mephibosheth nun wie seinen eigenen Sohn und sie aßen jeden Tag gemeinsam. Mephibosheth wohnte von nun an auch in Jerusalem. Das Leben mit Jesus ist so praktisch. Wir müssen nicht irgendwelche Gesetze auswendig lernen, sondern wir können das, was Gott uns gegeben hat, einfach benutzen. In der Geschichte gerade, David musste richtig, richtig lange warten, bis er endlich König wurde. Ja, er hat dann erst die Schafe seines Vaters gehütet. Dann irgendwann hat er mit Gottes Hilfe den Riesen Goliath besiegt. Dann hat er für Saul gearbeitet, doch er musste dann irgendwann vor König Saul fliehen und er hat monatelang in Höhlen sich versteckt und auch er war angewiesen auf Menschen, die ihn unterstützten und ihm geholfen haben. Und erst irgendwann wurde David König und er konnte in seinen Palast einziehen, er konnte es sich richtig gut gehen lassen, er brauchte sich vor nichts fürchten, denn er hatte ein richtig starkes Kriegsheer. Aber David hat sich erinnert an das Versprechen, was er seinem besten Freund gegeben hat. Und das war, dass er ihn und seine Kinder nicht vergessen wird und ihnen immer Gutes tun wird. Und das hat David gemacht. Und wenn ihr zugehört habt, habt ihr mitbekommen. Ne? Er hat Mephibosheth gefunden. Das war noch der einzige Sohn von Jonathan, der noch übrig geblieben ist. Und der konnte gar nicht laufen. Und er hat ihn an seinen Palast geholt. Er hat ihm Länder geschenkt. Er hat ihm Arbeiter und Diener geschenkt, die ihm helfen. Und er hat ihn wie ein Sohn, wie ein Prinz behandelt. Denn Mephibosheth durfte bei ihm am Tisch essen. David war richtig großzügig und hat dem Mephibosheth ganz viel geholfen. Und jetzt frage ich dich, was ist mit dir? Was hat Gott dir alles gegeben? Und ja, wo kannst du vielleicht anderen Menschen helfen? Weißt du, was das ist? Und weißt du auch, wie du das benutzt? Das hier, damit kann man Staub wischen. Und vielleicht kennst du auch noch andere Geräte im Haushalt und du weißt, wie man die anwendet. Und dann kannst du ganz praktisch deinen Eltern mal beim Haushalt helfen. Oder du kannst vielleicht mir helfen, diese schwierigen Matheaufgaben zu lösen. Ja. Vielleicht sagst du, hey Karin, ich bin ein Mathe-Genie, komm her, gib mir das, ich löse dir das in einer Minute. Und dann ist das super cool, weil vielleicht gibt es in deiner Schulklasse Kinder, die Mathe nicht so gut verstehen. Und dann kannst du zu ihnen gehen und sagen, hey, soll ich dir helfen, diese Matheaufgabe zu verstehen? Oder du bist
richtig gut in der deutschen Sprache, in Grammatik und es gibt jemanden in deiner Klasse, der vielleicht ja nicht aus Deutschland kommt und nicht so gut die Sprache kennt und dann kannst du ja ihm helfen, Dinge besser zu verstehen und beizubringen. Oder ja, du hast richtig coole Sachen, irgendwelche Spielzeuge, wie so einen coolen Ball oder irgend sowas und du gehst auf den Spielplatz und deine Freunde kommen schon angerannt und sagen, hey, yo, wir wollen jetzt zusammen Fußball spielen. Aber dann gibt es da noch irgendein kleines Kind oder ein anderes Kind auf dem Spielplatz, was immer alleine spielt, was vielleicht auch ein bisschen ängstlich und schüchtern ist. Dann kannst du doch mal fragen, hey, möchtest du nicht mit uns spielen? So, haben wir noch was? Was ist das? Ein Spinnen. Oh, ich habe so eine Angst vor Spinnen. Zum Glück ist die ja nicht echt. Vielleicht sagst du, come on Karin, ich bin furchtlos. Vor Spinnen, Bienen, Krabbeltieren, ich habe keine Angst. Ey, das ist richtig cool. Weil dann gibt es bestimmt jemanden bei dir zu Hause, der Angst hat vor Spinnen und sowas. Ja, dann kannst du doch mal gucken, wo gibt es solche Spinnen in eurem Haus und dann sammelst du die ein und bringst sie ganz weit nach draußen. Was meinst du, ja, was vielleicht deine Mama oder deine kleine Schwester, wer auch immer davor Angst hat, sich darüber freuen wird. Und das ist richtig cool, dass Gott uns gebrauchen möchte, anderen zu helfen. Er hat dir ganz viele Dinge geschenkt. Wie sieht es bei dir aus? Was hat Gott dir alles gegeben und geschenkt, wo du anderen Leuten vielleicht helfen kannst, wo du anderen Leuten Gutes tun kannst. Und dann fordere ich dich heraus, in den nächsten Tagen mal zu schauen, welchen Menschen du was Gutes tun kannst oder helfen kannst. Und dann schreib mir doch mal an kids@hope.de und erzähl mir die Geschichte, wie du Menschen geholfen hast. Und vielleicht hören wir sie, diese Geschichte, deine Geschichte, dann nächstes Mal hier. Hallo Kids! In dieser Geschichte ging es ja um das Helfen und dass wir füreinander da sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir basteln heute mal was ganz Tolles. Und zwar machen wir ein super schönes Bild mit einer goldenen Hand. Und hier in diesem Fall ist sie blau. Und es heißt, dass wir immer jemanden haben, der uns hilft. Und in diesem Fall ist das zwar die Hand von Janis, seinem Papa, aber es soll dir auch zeigen, dass es Gottes Hand ist und dass Gott immer bei dir ist. Was du dafür benötigst, ist ganz einfach. Du brauchst einen Keilrahmen, den kannst du schön bemalen. Und dann brauchst du jemanden, der eine große Hand hat. Und das musst du auch vorbereiten. Und jetzt machen wir den Rest. Genau. Da bist du. Genau, deine Hand brauche ich. Und auf geht's. Genau. Ja, das kitzelt ein bisschen. Genau, mach die Finger schön gerade. Ganz schön rot ist deine Hand geworden. Ein Teil vom Arm malen wir auch mit an. Kids sind das so toll. Ja. So. Schön viel drauf, damit es auch gleich gut haftet. So, Jana, warte. Ich helfe dir. Okay, dreh mal deinen Arm um. So, und jetzt rauf und runter. Schön festdrücken und hoch. Super, guck mal. So sieht's aus. Wir wünschen euch einen super Tag und viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann, tschüss. Ich verrate euch jetzt mal was. Gott liebt es, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Denn er freut sich richtig, wenn wir mit ihm reden, wenn wir einfach nur an ihn denken. Deswegen wurde auch David so sehr von Gott gesegnet, weil David Jesus so richtig lieb hatte. Deswegen lasst uns jetzt nochmal beten. Unser Gott, du hilfst uns und du hast uns schon so oft geholfen. Und du wirst uns immer wieder helfen, denn du hast auch die Macht, uns in jeder Situation zu helfen und bei jeder Aufgabe. Und wir danken dir auch, dass du uns Fähigkeiten und Talente geschenkt hast, dass wir auch anderen helfen können, dass wir Gutes tun können. Gott, wir bitten dich, dass du uns weiterhin Gutes tust und dass du uns zeigst, wie wir Gutes tun können.
Denn Gott, wir lieben dich und ja, sagen, dass wir ja, für dich oder dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Amen. Moin! Heute haben wir eine Geschichte gehört, wie David, also ich, Jonathans Sohn geholfen hat. Und es hat uns ermutigt, auch einander zu helfen. Gott freut sich, wenn wir einander helfen, weil er uns auch geholfen hat. Und genauso möchten wir auch anderen Menschen helfen. Ihr kennt bestimmt noch unseren Bibelvers. Dieser Bibelvers, der geht so. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Lass uns das nochmal gemeinsam mit Bewegungen machen. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Kids, in diesem Sinne wünsche ich euch einen super genialen Sonntag. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ciao! Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Gott hat mich wirklich gut gemacht. Ich bin schön. Mensch, das war ja wieder ein Hammer-Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr noch Fragen habt oder ein Gebet, dann meldet euch doch hier auf dieser Website. Und nicht vergessen anmelden auf dieser Webseite. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.